So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe. Durchsuche Truhen oder Munitionskisten bei The Block. Das Ganze machen wir in... Bam, bam, bam. Ich mach's wieder in Arena Solo. Bei euch wird es wahrscheinlich schwieriger sein oder auch leichter, weil dann weniger Leute da dran. Ist ja eigentlich so wie zur Zeit echt ein Trennpunkt. Weil du musst die Materialien da abbauen und jetzt als Prestigeaufgabe halt die Kisten öffnen. Aber wir werden jetzt einfach mal reingucken. Und dann zeige ich euch, was ihr machen müsst. Aber eigentlich müsste es ja klar sein. Und wie gesagt, wegen dem Gewinnspiel. Einfach ein Abo da lassen. Ihr helft mir und ich helfe euch. Das ist ein Geben und Nehmen. Ich lache ja. Die 10 Euro wird definitiv jemand bekommen. Es hängt nur von euch ab, wie lange es dauert. Und auch nochmal Dank an die, die das ganze Video immer per WhatsApp teilen. Also das unterstützt mich natürlich auch, weil ich sehe das schon, wenn das geteilt wird. Zwar nicht von wem, aber es wird geteilt. Und da auch schon mal auf jeden Fall Dankeschön. So. The Block ist schön weit weg eigentlich. Müsste eigentlich klar gehen. Weil die meisten, denke ich mal, die noch Aufgaben machen, auch Prestigeaufgaben, werden jetzt zur Villa fliegen. Oder zur Schurken. Zum Schurken unter, na sag schon, Schurkenbunker, ne, Schurken unter Schlupf, genau. So, mal gucken, ob wir alles in einem Run hinkriegen. So, jetzt habe ich ja gesehen, 90 Grad Winkel wäre quasi jetzt. Ich wette, andere sind vor mir da. Weil klar, es ist im Prinzip der kürzeste Weg. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass andere schneller sind, weil sie ja einfach viel früher raus können. Okay. Könnte doch stimmen. Weil ich komme eigentlich perfekt hin. Und werde ich bestätigt, steht ein Automat unten? Nein. Also, der Automat steht nicht immer da. Ach, hier sind ja direkt drei Kisten. Ne, eine. Aber ist schon mal. Da sind die Munitionskisten. Wie gesagt, und davon müsst ihr halt 7 Stück öffnen. Aber Munitionskisten sind hier gefühlt 100 Stück. Wir haben jetzt schon 4, 5, 6. So, jetzt noch eine. Ach Gott, das ist ja mehr als einfach. Easy in einer Runde machbar. Oh, zu lecken. Oh Gott, wie viel Munition ist denn hier? Ich habe gedacht, das wäre Zufall gewesen, wo ich das letzte Mal hier war. Voll letzte Mal. Letzte Mal ist gut. Das letzte Mal war dann vor 2 Stunden. Und vor allem hier landet keiner. Also ich habe jetzt noch keine Geräusche gehört oder sonst irgendwas. Einfach sieh, wie viel Munition hier ist. Das ist ja schon abartig. Oh Gott, aber die Zone ist so am Arsch der Welt. Also hier die Aufgabe müsste eigentlich simpel in einer Runde machbar sein. Ich frage mich zwar gerade, für was ich so viel Holz abbaue, weil ich werde eh nicht bauen. Spitzhacke hört schon irgendwie geil an. Also ich glaube, gefühlt habe ich jetzt schon 20 Kisten aufgemacht. So, wir gehen trotzdem noch ein bisschen weiter rein. Kampo ist schon mal wunderbar. Da wissen wir auch, wofür wir abgebaut haben. Also ich denke mal, wenn ihr die Runde gleichzeitig mit mir gestartet habt, seid ihr schon genauso fertig wie ich. Ach, noch ein Kampo.
Das wundert mich, da hätte ich eigentlich schon Fallschaden kriegen können. Also wenn ihr mal Munitionsprobleme habt, hier gibt es reichlich Munition. Metz gibt es ja eigentlich auch ohne Ende, weil Paletten stehen hier reichlich rum. Noch ein Trampel. Wäre eigentlich eine schöne Aufgabe für den Monte und Stil. Wie viele Tramples findet man in einer Runde? Sache, in den Hauptpunkten kommt kaum noch einer vorbei. Nicht in der Arena. Fangen alle an, sich zu verteilen auf der ganzen Map. Oder halt die Hardcore-Gamer, die springen halt tilted ab, klar. Aber wenn du so willst, die sind ja eigentlich auch schon längst oben. So, fange ich mal an, hier langsam einen Abflug zu machen. Will ich jetzt noch mitholen? Wir haben ja Zeit. Zeit, 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 Zeit. Dann haben wir noch ein Trampo. Dann bei Loot Lake können wir auch noch ein bisschen Meter gut machen. Also, ich denke mal, wenn nichts Großartiges passiert, müssten wir eigentlich nur in die Top 25 kommen. Wenn ich nicht kaputt geleckt werde, da haben wir einen Automaten. Ich sage, die sind immer auf den Wegen. Also nicht immer, aber die meistens findet man safe einen auf dem Weg. Das ah. Da hier nur noch Camper unterwegs sind. Keiner. Dann war man. Aber die Spitzhacke gefällt mir, so ein Battle Pass, ganz ehrlich. Die ist nicht zu laut, kein dämlicher Nebeneffekt. Ja, hab ich schon gesagt. Top 25 safe. So, wenn jetzt hier auch keiner ist, großartig. Ah, siehst du, der hat denselben Plan gehabt wie ich. Oder das ist eine Falle. Einer hingegangen ist, macht hier eine Rampe hin. Ah, da muss ich keine bauen. So, eigentlich können wir jetzt warten. Bam, bam, bam. Jede Sekunde ist wichtig. Frage, wo gehen wir hin? Ich würde sagen, Shift hier. Da baut sich mal langsam erst die Welt auf. Ich will auch so schnell bauen können. Ja, ich krieg das einfach nicht hin mit meiner. Ich kann da einfach nicht ruhig bleiben. Das ist mein Problem. Da klappen quasi die Treppen, die Wand klappt und patsch, dann klappt gar nichts mehr. Ja, das darf jetzt hier nicht passieren. Wir sind doch im Endgame. Hallo. Was ist denn los hier? Ah, ein Sniper, das ist schon mal gut.
Vielleicht können wir hier ein bisschen was abstauben. Hör doch mal auf zu lenken, ey. So. Ach, da ist er. Ja, das war's komplett. Ja. Oh Gott, Editierprofi. Boah, ich bin fast noch zum Schuss hin. Glück gehabt. Hallo. Wieso kann ich hier keine Wand hinstellen? So. Ach, da unten. Jetzt sehe ich nicht. Hä? Wo ist der Arsch? Ach, da ist er. Ach, es leckt zu Tode. Ich krieg es nicht auf die Kette und ich muss unbedingt meine Codierungseinstellung ändern. Ey, das leckt ja zu Tode, wenn da einer ins Bild kommt. So, wie gesagt, war eine easy Aufgabe. In dem Sinne würde ich sagen, nein. Er kriegt einen geschenkten Kill. Und zack. Ohne Worte. Also, in dem Sinne, haut rein. Und Abo nicht vergessen.